Yo Leute, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ich weiß, das ist ziemlich viel. Und wir befinden uns wieder im Tal. Ich wünschte, ich hätte ihm beistehen können. Euer Volk in Sicherheit zu wissen, hat ihm Trost gegeben. Er starb friedlich. Tja. Danke, Lara. Unsere Eide wurden erfüllt. Sie ist kurz vorm Heulen. Was wirst du jetzt tun? Dies ist unsere Heimat. Wir bauen sie wieder auf. Aber es gibt sehr viel zu tun. Es sind immer noch Feinde in diesem Tal. Mhm. Und es gibt noch so viel zu entdecken. Dödend. Okay. So. Servus. Kann ich jetzt die Schnellreise überall machen oder muss ich da immer noch? Ja, ich muss immer noch. Ja. Komm mal her. Ich würde mal sagen. Schade, Tontauben schießen hat nicht geklappt. Alter, wie schlecht. Jetzt aber. So. Feder. Klar bewegt sich das Viech in genau dem Augenblick. So, ich habe ja gesagt, wir werden uns zumindest noch das DLC angucken. Ob ich dann da einen 100% Run noch draus mache, oder zumindest die Fähigkeiten oder sowas alles holen möchte. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß nur, auf jeden Fall werde ich... Lass mal das hier machen. Ausweichkonter, aber... Okay. Okay. Gut, kann auch sein, dass ich... gucke... Moment, was? Wüsten? Irgendwas. Irgendwas mit Wüste. Dass ich vielleicht einen... noch ein paar Achievements mache. Ich weiß es, wie gesagt, noch überhaupt nicht. Aber... Da. Wüstentanktop. Ja, genau so läuft die jetzt rum. Scheiße, was hat das Ding für einen Vorteil? Gar keinen. Okay. Scheiß drauf. Ich laufe jetzt so rum. So, da habe ich 100%. Da fehlt mir... Okay. Da habe ich, glaube ich, auch 100%. Das heißt, mir fehlen nur noch... Eigentlich Leder. Sehr viel Leder. Okay. Schnellreise. Wir wollen... ins gottlose Tal. Davon haben wir 2% abgeschlossen. Auf geht's! Rein! Ins gottlose Tal. Ich bin gespannt. Also wenn ich ehrlich bin, freue ich mich drauf. Das Spiel macht echt Laune. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch auf ein neues Projekt. Weiß noch nicht so ganz, welches ich spielen möchte. Es fallen einige an, also ein paar, die ich auf jeden Fall machen möchte. Ich weiß nur noch nicht, welches davon ich dann am Ende wirklich mache. Hier geht eine Art Pollen umher. Blumen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Kann ich nicht verstehen. Ja, sehr toll. Das stimmt nicht. Yeah.
Okay. Nein, ich muss träumen. Ist nicht real. Das kann nicht sein. Einfach weiter. Okay. Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Okay. Warte. Okay. Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Das weiß ich auch nicht. Das ist nicht echt. Nicht er. Alter, wenn gleich ein Jumpscare kommt, dann schreie ich! Fick dich hart, ich wusste es doch! Schnauze! Ich will nur weg. Bitte. Nein. Nein, was ist denn? Alter! Okay. Alter Gevatter, ey. Das wandelnde Schloss. Hallöchen. Moment. Hallo? Okay. Was muss ich denn machen? Ich habe auch nicht unendlich Munition. Alter, was geht denn ab? Ja. Ja, ich bin hier, glaube ich. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich hab gedacht, der Hexe hätte dich umgebracht. Hat sie auch fast. Halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Ja. Ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Aha. Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Es muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin und sollte dort bei den Forschern helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestürzt. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun. Nee, kletter mal bitte weiter. Jetzt. So. Okay, die Hexe hat sie Dinge tun lassen. So.
Okay, Moment. Moment. Ich sehe es. Hallöchen. Und guten Tag da. Ivan. Ja, aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Aha. Alter, ey. Ich hatte nicht erwartet, dass das so wird. Jemand war hier vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar. Sie verfallen den Ruinen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue. Ich habe meine Tochter nie. Ja, bla bla bla. Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei dir wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Okay. So. Komm mal her. Ich muss ihn absenken. Wie willst du denn das machen? Ah. Tag. So, drin. Ja. Okay. So funktioniert das. Aha. Das seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft ist. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Gute Idee. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Okay. Zur Sowjetanlage wieder zurück. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal. Nadias Großvater zu suchen. Ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen in einem Zettel. Wait. What? Okay. Erstmal Schnellreise dahin. Moment. Nee, das ist die Zisterne. Das ist Blödsinn, dahin zu gehen. Hier hin. Das ist gut. Gott im Himmel, ey. Wenn das so weitergeht, dann drehe ich am Rad hier. So, in die Zukunft blicken. Jacob und die Quelle sind weg. Anna und Konstantin sind tot und die Trinity-Streitkräfte hier sind besiegt. Sophia ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und wird ohne Zweifel eine gute Anführerin werden. Gehe ich auch von aus. Die Kurze hat es bis jetzt ja nicht schlecht gemacht. Auch wenn so ein bisschen... Naja... Schwierig am Anfang war. Okay, Nadja. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung.
Es sind nie genug, um mich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden können. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, Moment. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Also, hier kann es nicht richtig sein. Es kann nicht richtig sein hier. Okay. So, das heißt, wen versuche ich jetzt aufzuspüren? Erwischt. Aber nur zwei Schuss gebraucht. So. Da ist Munition. Tja. Ja. Ich bin hier. Und ihr habt leider Pech gehabt. Im dritten, da wäre es schwierig geworden, aber bei zweien ist es easy, die abzusnacken. So. Okay. Was ich suche jetzt hier erst einmal was? Wahrscheinlich die Kräuter, ne? Nehme ich doch mal an. Nee, das sind die Höhlen. Da. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Samenkapseln. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragung mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute einschicken. Verstanden? Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliegen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Okay. Das? Normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Okay. Nee, bringt nichts. So. Stirb! Oh, Drecksviech! Stirb's! Du bist kaputt! Alter! So. Was war das jetzt für eine Aktion? Dumme Wölfe. Ich wäre an euch wahrscheinlich sogar vorbeigegangen. Okay. Jawoll! Als wenn sie daraus trinken wollte. So. Was ist schon gelootet? So. Dann würde ich sagen, dich noch häuten. Und ich habe hier schon drei Blumen gesehen. Das heißt, damit bin ich auch fertig. Das heißt, ich brauche nur noch die, das Gift, ne? Ne, es waren vier Sachen. Diese Chemikalie aus Großmutters Notizen. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden.
Wir haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Okay. Hierhin, oder? Nee, da hinten. Ich dachte, das hier wäre das Sägewerk. Hat sie nicht Sägewerk gesagt? Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hopp, hopp, hopp. Lara, lauf galopp. Danke. Ey, was soll der Scheiß denn? Als ob ich den treffen würde, ey. So. Kannst du aufhören, gegen die blöde Wand da zu rennen? Danke. So, kletter mal da hoch und dann schauen wir da mal rein. So. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommt direkt auf dich zu. Du könntest an ihm vorbeischleichen, aber es ist eine große Mission. Ich glaube nicht, dass ich da noch großartig dran vorbeischleichen kann. Wenn die schon auf mich schießen. So. Alter, warum fangt ihr jetzt an, auf mich zu schießen? Danke. So, von da. Er ist getroffen. Okay. Ja, dann schieß mal. Ah, da. Da bist du. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Ehrlich gesagt, ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und hatte dich im Tal. Ich sag schon, wenn ich das. Weg. Weg. So, runterrutschen. Und ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Rise of the Tomb Raider. Dann im gottlosen Tal wieder. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.